Servus, meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ich bin's wie immer, André, und willkommen zu Elder Scrolls Online Necrom. Genau, seit gestern ist das neue Add-on Necrom draußen. Und ja, wir wollen natürlich zusammen die neue Insel zusammen erforschen, die Geschichten erleben und mal schauen, was es dort alles gibt. So, ich bin ja, ich habe mir ja die, weiß gar nicht, wie heißt die, Deluxe Edition oder Collector's Edition hatte ich mir ja geholt. Und, genau, warte mal kurz, wo war das jetzt nochmal hier? Ja, man hat mich auch so ein bisschen verloren. Ach ja, genau, Sammlung, ja, verschiedene Sachen bekommen. Zum Beispiel ist die neue Klasse der Arcanist dazugekommen. Wenn ihr da Interesse habt, dass ich die mal spielen soll, dann sagt mir das. Ihr könnt mir auch gerne nochmal mit einer Klasse von vorne anfangen und den Charakter hier ruhen lassen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten habe ich auch noch Reittier, Begleiter. Ich glaube sogar, da war so ein was zum Anzuziehen, hatte ich glaube ich auch gesehen hier. Wie aussehen. Ich hatte das gestern schon mit einem anderen Charakter. Ja, hier, da ist es. Formelle Kleidung aus Sandris Mora. Das war auch dabei. Und ja, das Reittier ist auf jeden Fall hier interessant. Ich habe ja den aschfarbenen Krallenhautrenner. Den hatte ich mir ja gekauft im Dings, aber der eremitische Diener. Das ist der, den man für diese Edition dazu bekommt. Hier ist er. Ich finde den echt krass. Muss ich sagen. Der ist richtig krass, wenn man überlegt, das Pferd, was man dazu bekommen hat, wenn man das vorbestellt hat, wo ja viele drüber sich lustig gemacht haben, dass es aussieht wie so ein Pizzapferd, finde ich, ist das auf jeden Fall schon eine starke Nummer. So, wie kommen wir denn eigentlich auf die Insel? Also es gibt verschiedene Methoden und zwei möchte ich euch ja zeigen. Also hier oben rechts ist die Selvani-Halbinsel. Ja, ihr seht die hier oben rechts aufleuchten. Ihr könnt einfach den Wegschrein nehmen. Und dann kommt ihr automatisch dahin. Also das ist halt so euch halt freigestellt. Wenn ihr mit der Story dahin kommt, dann müsst ihr einfach nur auf Sammlungen gehen, auf Erzählungen und dann habt ihr das Kapitel Necrom und die erste Quest ist dann der Entsandte des Schicksals. Die nehmen wir einfach mal an. Und werden uns diese, da ist er. Reist nach Necrom auf der Telvani-Halbinsel. Im Endeffekt ist es genau dasselbe. Ich benutze einfach den Wegschrein und lasse mich dorthin teleportieren. Das Schicksal braucht euch. So, und da ist sie schon. Die Arcanistin. Man kennt sie aus dem Prolog. Jetzt ist sie wieder da. Sie ist auch diejenige, die uns ja, begleiten wird, also durch das Add-on. Also ihr werdet öfters auf diese Frau treffen und mit ihr ja, verschiedene Sachen durchleben. Wie Hermeus Mora, der Wissende, vorhergesagt hat, treffen wir uns wieder, Entsandte. Viele verschiedene Schicksalsfäden haben uns zu diesem nebulösen... Ach, zu kompliziert. Ich komme mit einem Geschenk, einem Zweck. Finster und schwer. Einer Gelegenheit, den Vertrag zu erfüllen, den ihr unterschrieben habt. Zweck? Welcher Zweck? Uns verbindet eine gemeinsame Gefahr. Feinde von Hermeus Mora bedrohen seine Ebene des Reichs des Vergessens und stellen somit auch eine Gefahr für die Welt der Sterblichen dar. Daher schickt Mora mich hierher zu euch, um sich eure Unterstützung zu sichern. Was für eine Art Unterstützung? Nur eine sterbliche Entsandte kann diese Bedrohung bewältigen, um Apokrypha und Nirn zu retten. Die Schicksale dieser beiden Ebenen sind verbunden und ihr seid der Schlüssel, um die Wirklichkeit zu bewahren. Ohne euch wird sich alles auflösen. Helft dabei, dieses Unglück abzuwenden und Mora wird euch belohnen. In Ordnung, ich werde helfen. Wo fange ich an? Der Wissende hat mich angewiesen, euch dies zu geben. Ein Kondensat planarer Möglichkeiten. Ach, ihr würdet es eh nicht verstehen.
Es ist Tinte. Bringt sie zur Ulvano-Zisterne, einer Ruine nahe der Stadt. Gießt die Tinte ins Wasser und euer Pfad wird klar werden. Gegen wen genau treten wir an? Gegen einen oder mehrere von Hermeus Moras rivalisierenden Fürsten. Doch sie haben sich noch nicht zu erkennen gegeben. Sie arbeiten durch Agenten. So wie jene, die es auf die Glyphiker abgesehen hatten, als wir uns das erste Mal trafen. Eine Spinne lauert in der Mitte dieses Netzes. Da bin ich mir sicher. Dann hat dies mit der Smaragd-Glyphik zu tun, die ich für Hermeus Mora geborgen habe? Ja und nein. Es sind dieselben Mächte, die die Dämmersäbelsöldner angeheuert und sich mit Dralys Atrin verschworen hatten, um die Smaragd-Glyphik zu erlangen. Da ihr sie aufgehalten habt, haben sie ihre Taktik geändert. Doch aufgegeben haben sie ihre Intrige nicht. Okay. So. Da müssen wir hin. Würde ich sagen, auf geht's. Ihr da! Ihr wirkt wie eine fähige Sammlerin. Ich brauche Hilfe. Unterhalten wir uns? Ja, das Design sieht auf jeden Fall richtig klasse aus. Mit den großen Pilzen, das hat schon irgendwie was. So ein bisschen erinnert mich das immer an damals dem Film Zum Mittelpunkt der Erde. Da waren die auch unten, wo die unter der Erde waren, und da war auch damals mit diesen riesengroßen Pilzen. Das ist irgendwie immer so im Kopf geblieben. So, ja, Aufgaben gibt es hier am Rande des Weges oft viele, aber um die werden wir uns jetzt gerade erstmal nicht kümmern. Ich werde erstmal ganz kurz hier die Einleitung fürs Spiel machen. Auf jeden Fall sieht das Spiel ja richtig klasse aus, also so wie man es kennt. Die Elder Scrolls typisch halt, geben sich immer viel Mühe fürs Landschaftsdesign, finde ich. So, da haben wir ihn schon. Wie schön, oder? Ja, perfekt mit dem Sonnenuntergang. Sieht auf jeden Fall richtig toll aus. Okay, dann lasst uns mal loslegen. Kippen wir die Tinte mal ins Wasser. Tretet vor, Sterbliche. Wisset, dass ihr im Angesicht von Hermeus Mora steht. Wir müssen uns unterhalten. Lehrer Miel tut gut daran, die Schicksalserwählte in meinen unerbittlichen Blick zu rücken. Alle anderen Ausgänge sind nun ausgeschlossen. Von diesem Augenblick an kann der Schicksalsbaum wieder neue Äste schlagen. Und damit entstehen neue Möglichkeiten. Geht es um die Bedrohung, die ihr vorgesehen habt? Irgendwas von wegen Auflösung der Wirklichkeit? All dies und mehr, Sterbliche. Ich sehe all das, was ist, was war und was jemals sein wird. Und so habe ich die versteckten Rivalen gesehen, die Apokrypha und die gesamte Wirklichkeit bedrohen. Sie dürfen keinen Erfolg haben. Die Zeit ist gekommen, eure Vereinbarung zu ehren. Meine Vereinbarung? Ich bin das goldene Auge des Schicksals und der Hüter des Flüsterns. Ich habe vorhergesagt, dass eine Sterbliche vonnöten sein wird, um die Wirklichkeit zu bewahren. Ihr seid diese Sterbliche
und wir haben einen Vertrag unterschrieben, der für die Dauer dieser Bedrohung für uns bindend ist. Apokrypha ist in Gefahr. Jetzt müsst ihr handeln. Was soll ich für euch tun? Lasst euch von Lehra Mil führen. Sie kann die Schicksalsfäden wahrnehmen und euch zu den drei Aufgaben führen, die meine verborgenen Widersacher offenbaren werden. Trefft sie in der Buchbinderei von Nikrom, der Stadt der Sterblichen. Eure Reise, um die Wirklichkeit zu bewahren, beginnt dort. Doch wie kann ich die Wirklichkeit retten? Ich verstehe nicht. Ich habe Lehra Mil auf drei bestimmte Schicksalsfäden aufmerksam gemacht, die an einem Ort zusammenlaufen, den man die Telvanni-Halbinsel nennt. Sie wird euch an jedem dieser Orte führen, um einen versteckten Gegner zu demaskieren. Geht nach Nikrom. Lehra Mil erwartet euch dort. Okay. Das Schicksal nimmt viele Wege. Sucht Lehra Mil in Nikrom auf und entscheidet weise. Okay, also noch, aber vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, in dem Prolog sind wir schon auf ihn gestoßen und da haben wir mit ihm den Vertrag unterzeichnet, das ist das, was er jetzt gerade gesagt hat. So richtig bin ich noch nicht schlau aus ihm geworden, weil er mir jetzt nichts, kein Leid antut, aber doch irgendwie soll ich seine Anhänger irgendwie töten oder so, oder entlarven. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ja, was die Geschichte so hinter sich verbirgt, die ganze Sache. Ich denke, das wird schon sehr interessant. So, unsere Reise geht dann auf jeden Fall hier oben rechts hin. Nikrom ist die Hauptstadt, kann man so sagen. Und ja, das wird unsere Reise sein, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt schon mal einen kleinen Eindruck bekommen. Und ja, wenn ihr Lust habt, mit mir zusammen Nikrom zu erkunden, dann ja, lasst doch mal ein Abo da und schaut euch die nächsten Videos auch an. Ich bedanke mich, dass ihr hier gewesen wart. Und ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer André und tschüssi.